Die Fußballwelt hält den Atem an, denn Gerüchten zufolge plant der erfahrene Stürmer Lukas Podolski eine Rückkehr in die deutsche Liga. Vereine aus der zweiten Bundesliga zeigen bereits starkes Interesse an dem ehemaligen Nationalspieler. Unter den potenziellen Abnehmern sind Namen wie Hertha BSC, Hannover 96, Schalke 04 oder sogar auch Fortuna Düsseldorf zu hören. Podolski, der international für Furore sorgte, könnte mit seiner Erfahrung und seinem Können eine echte Verstärkung für jedes dieser Teams darstellen. Die deutsche Fußballwelt würde sich zweifellos über seine Rückkehr freuen und sehnsüchtig darauf warten, ihn wieder auf heimischem Boden spielen zu sehen. Fans und Experten gleichermaßen sind gespannt, ob sich dieses spektakuläre Gerücht bewahrheiten wird. Moin Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge von der FIFA-Karriere, von der FIFA-Trainerkarriere bei Hannover 96. In der letzten Folge am Ende haben wir ja noch zwei nicht so tolle Nachrichten bekommen. Unter anderem auch die Nachricht von Marcel Halstenberg. Da tun wir noch, was wir machen können, indem wir mit ihm in die Verhandlungen gehen und schauen. So. Und damit Marcel Halstenberg doch ein Jahr verlängert, anstatt für Rayo Vallecano zu unterschreiben, die seine Freigabesumme gezahlt hätten. Schalke-Spieler Kenan Karaman unzufrieden mit Transferspekulationen und mangelnder Anerkennung vom Verein. Die Luft brodelt auf Schalke und Kenan Karaman scheint die Frustration zu spüren. Der türkische Nationalspieler, der seit einiger Zeit für die Königsblauen spielt, äußerte sich verärgert über die fortwährenden Transferspekulationen, die neue Stürmer wie Lukas Podolski und Andreas Vogelsammer mit sich bringen. In einem kürzlichen Interview gab Karaman an, dass er enttäuscht darüber ist, dass Schalke offenbar nach neuen Stürmern Ausschau hält, anstatt das vorhandene Team zu unterstützen und zu stärken. Er fühlt sich nicht ausreichend geschätzt und fürchtet, dass sein Platz im Team durch potenzielle Neuzugänge gefährdet sein könnte. Die jüngsten Transfergerüchte scheinen einen Keil zwischen Karaman und den Vereinsverantwortlichen zu treiben. Seine Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation ist deutlich spürbar und er äußerte sogar den Wunsch, den Verein zu verlassen, wenn sich die Dinge nicht ändern. Es bleibt abzuwarten, wie Schalke auf die Anliegen ihres Spielers reagieren wird und ob sie Maßnahmen ergreifen, um sein Vertrauen zurückzugewinnen. In der Zwischenzeit sorgt diese Situation für reichlich Gesprächsstoff unter den Fans und wirft Fragen über die Transferpolitik und die interne Kommunikation des Vereins auf. In den letzten Folgen kam auch vermehrt öfter mal News von Sky. Und ob die sich bewahrheiten oder sie doch einfach nur Schwachsinn sind, auf die will ich jetzt mehr eingehen. Wir haben ja die Gerüchte gehört, dass Schalke Interesse hätte, unseren Andreas Vogelsammer zu verpflichten, obwohl er noch nicht so lange im Verein wäre. Und auch vermehrt Vereine, sowie auch der Hannover 96, Interesse hätte an einem Transfer von Lukas Podolski. Dazu haben wir auch noch gesehen, gerade eben, dass der Herr Karaman sehr unzufrieden ist durch diese Gerüchte, weil auch Schalke Interesse an Podolski hätte. Und da bin ich auf eine glorreiche Idee gekommen. Und zwar, warum holen wir uns nicht einfach den Herrn Karaman und tauschen ihn gegen Andreas Vogelsammer, Ja, Schalke möchte ihn ja so sehr und ich finde, das wäre ein guter Tauschdeal, wenn wir Karaman holen und die dafür im Umkehrschluss Andreas Vogelsammer bekommen. Habt ihr denn Interesse, Schalke?
Stimmen diese Gerüchte? Sie stimmen durchaus, sie wollen aber noch ein bisschen Geld dazu haben, wenn wir Kinan Karaman dazu haben wollen. Weiterverkaufsgebühr machen wir mal runter. Und das ist ein guter Deal. Jetzt muss auch nur noch Vogelsammer Interesse haben, Schalke beizutreten. Und Kinan Karaman war ja auch schon mal bei Hannover 96, aktuell nicht sehr zufrieden bei Schalke 04. Vielleicht hat er ja Interesse, zurückzukehren. Schlüsselspieler. 3 Jahre Vertrag vielleicht. Dann geben wir dir halt eben einen 2-Jahres-Vertrag. Kein Ding. Für einen King. Keine Freigabesumme, hättest du gerne. Und weil Schalke nicht gönnt, gönnen wir dir. Du kriegst ein bisschen mehr Gehalt. Du willst sogar noch mehr? Kannst du haben. Und damit ist Kinan Karaman zufrieden. Da läuft er direkt bei uns ein. Marcel Halzenberg begrüßt ihn. Macht hier den Sportcheck. Der kommt doch direkt. Ron-Robert Zieler. Und begrüßt seinen alten Kameraden. Ich weiß gar nicht, haben die zusammengespielt? Ich bin mir sicher. Also ich bin mir nicht sicher, so. Ob die zusammengespielt haben. Die neue Nummer 9, Kinan Karaman. Es war ein A-Transfer. Freut mich auf jeden Fall zu sehen. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir ihn auch mit einbauen. Also falls er auch irgendwie hier auf der Transferzentrale mal Spieler sieht, wo ihr euch denkt, oh, die sind ja richtig unrealistisch. Die habe ich vielleicht für später irgendwann, wenn sie älter sind, drauf. Und ja, also es heißt nicht, dass ich jeden kaufe, der da drauf ist. Ich habe auch viel zu viele da drauf. Ja, bleibt konzentriert, Herr Halzenberg. Ich glaube, in der aktuellen Form finde ich den Karaman sogar ein bisschen besser als den Herrn Teuchert. Aber, was ich auch sehe, Karaman kann auch auf ZOM spielen. Da können wir ihn ja aktuell mal hin tun. So. Wenn wir nach aktueller Leistung gehen, hat Schaub da aktuell nichts verloren. Ja. Dann gehen wir mal hier weiter. Wer verlässt uns da? Weiß ich gerade nicht. Ach, Julian Börner zu Young Boys Bern. Und das war ein solider B-Transfer. Stillstand bei Marcel Halzenberg und ja. Harvard Nielsen verlässt uns auch. Es tut mir sehr innerlich weh, das zu sehen. Aber ich glaube, es war durchaus ein A-Transfer. Und das stimmt. 2,5 hätten wir rausholen können. Dann, stelle ich ihn hier mal in die Innenverteidigung rein. So, wir brauchen auf jeden Fall auch deutlich noch Ersatzspieler. Wir brauchen ZDM, noch einen Offensiven. Beim geht das auch eher an Schaub. Leopold spielt aktuell ein bisschen besser. Wir könnten auch den hier so mäßig machen. Weil, ja.
Und dann halt auf außen da noch was an jemand anderen hinstellen. Aber da würde ich sagen, gucken wir mal, ob sich das andere Gerücht, ob da was dran wäre. Zwar habe ich Interesse an dem guten alten Lukas Podolski. Und wenn das zustande kommen würde, würde für mich eine neue Welt wieder aufgehen, wenn Lukas Podolski wieder nach Deutschland zurückkommen würde. Und sind wir mal nicht so, wir bieten direkt den Marktwert. Könnt ihr eigentlich haben. Brauche ich nicht. Nehmen wir an, komm. Ist ein guter Transfer. Lukas Podolski, hast du denn Interesse, zurück nach Deutschland zu kommen? Hier spielst du auch, denke ich mal, auf einem höheren Niveau als in Polen, wo du aktuell bist. Würden dir einen 3-Jahres-Vertrag erstmal anbieten. Ein Jahr willst du leider nur. Deswegen würde ich sagen, treffen wir uns in der Mitte bei 2. Komm. Ja, du willst natürlich auch auf einem höheren Niveau spielen und meinst, dass du mehr Geld bekommst dafür. Können wir uns darauf einigen, nur halt den Bonus machen wir da mal weg. Und das ist ein guter Deal. Alleine nur für die Trikotverkäufe hat sich dieser Transfer von Lukas Podolski gelohnt. So, ich mach mal meine Facecam aus, dann können wir, kann man das auch hier mehr genießen bei dieser deutschen Legende. Und er bekommt die Nummer 10, ganz klar. Lukas Podolski, neuer Spieler von Hannover 96. Man darf es kaum glauben. Man kann es kaum glauben, aber man darf es glauben, weil es jetzt realistisch geworden ist. Ist nur ein C-Transfer, das ist mir sowas von Schnuppe. Ist mir sowas von Latte. Wir haben fucking Lukas Podolski. Also wenn das denn echt passieren würde, ich glaube, ich würde nur noch ins Stadion zu Hannover gehen, wenn ich Podolski in Hannover noch sehen würde. Okay, warte, da müssen wir mal kurz nochmal die Aufstellung ändern. So. Ich finde es auch gut, dass wir einfach nur offensive Außenverteidiger haben, auch mit dem neuen, mit Aliakas. Finde ich schön. Aber ich glaube, mit dieser Offensive kann uns, glaube ich, nichts mehr brechen. Mit den beiden erstmal oben vorne drin. Lukas Podolski noch. Leopold, ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt so als gefährlich dasteht. Aber ich würde schon sagen, dass er da auch mitreden kann. Wenn man von der Gesamtstärke geht, von den Schaub dahin. Kann ihn ja erstmal da wieder hin tun. Sind Linksfüßler und Podolski auch. Ja, weil Schaub die ganze Zeit auf links war, packe ich mal. Aber vielleicht ist Schaub auf rechts besser. Komm. Komm, vielleicht liegt's daran. So, wir bekommen hier auch nochmal ein paar Transferangebote. Das ist ein super Angebot. Ich glaube, da rede ich nicht mehr viel um heißen Brei. Das nehmen wir direkt an. Und komm, den Torhüter möchte ich eigentlich loswerden. Das
Er darf gehen. Kommt direkt das nächste Angebot rein. Das eine besser als das andere. Nehmen wir direkt an. Komm. Das nächste Spiel ist gegen Hertha BSC. Das ist unser zweites Spiel. Für die Kapitänsrolle lieber Lukas Podolski geben. Nee. Ich glaube nicht, dass Lukas Podolski jetzt schon Kapitän sein sollte. Auch wenn er die Erfahrung mitbringt, das wäre den Spielern schon ziemlich respektlos gegenüber. So, und zwar suchen wir ja auch nach einem neuen Mittelfeldspieler, der auch vielleicht in der Offensive was machen könnte und da eignet sich. Der gute Herr Amani heißt er. Am besten, so wie ich mich jetzt informiert habe, sollte der eigentlich für beide Positionen, also im zentralen Mittelfeld sowie auch im offensiven Mittelfeld, für uns sehr gut zu gebrauchen sein. Deswegen gehen wir mal rein in die Verhandlungen und gucken, was wir da so machen könnten. Können wir irgendwie noch irgendeinen dazugeben? Wir haben gar keinen Flügelspieler. Außenverteidiger haben wir ganz viele. Ah, okay, ganz viele sind jetzt auch wieder nicht. Die behalte ich aber alle. Vielleicht wollt ihr ihn hier, den unseren Torhüter plus 3 Millionen. Ui, ui, ui. Wenn wir schon bei 15% sind, dann bleiben wir auch bitte bei 4 Millionen glatt. Ja, eins. Und damit haben wir uns mit denen geeinigt. Und ja, jetzt müssen wir uns nur noch mit ihm einigen. Armani. Du willst wahrscheinlich Schlüsselspieler sein, habe ich gehört. Ein Dreijahresvertrag würdest du von uns angeboten bekommen. Freigabesumme an ihn übergeben, möchte er nicht. Den Bonus 13,5. Ist ein solides Gehalt für ihn. Und dann nehmen wir das Ganze auch an. Damit haben wir unseren nächsten Spieler verpflichtet. So, und das war ein Transfer der B-Klasse. Toller Preis. Bin ich sehr zufrieden mit. Eine 74 bringt er für uns mit. Sehr, sehr krass. Und damit haben wir unseren vierten Transfer der ersten Saison mit dem Spieler aus der Elfenbeinküste. Nicht so, guck, ich glaube, ich hab nur Spieler verpflichtet, die Stammspieler sein wollen. Ich glaube, es läuft sehr, sehr gut für uns. Ich sehe gerade, erst um einen hochgegangen. Du kommst mal hier hin. Okay, warte, bevor wir das machen. Du dahin und soll ich ihn hier auf die Position packen, ins zentrale Mittelfeld?
oder ins zentral-offensive Mittelfeld. Pack ihn erstmal hier hin. Und ich gucke mal, wie lange es dauern würde, ihn zum offensiven Mittelfeldspieler zu trainieren. Okay, warte, er bräuchte nur 2 Wochen, um rechtes Mittelfeld zu werden. Das hört sich gut an. ZOM, 2 Wochen, machen wir. Du wirst jetzt unser neuer ZOM. Schaub muss sich warm anziehen. Er ist nicht mehr die Nummer 1 bei uns gesetzt. Und ja. Post. Was? Das hier habe ich eh noch nicht verstanden irgendwie. Ist aber auch Jucker. Kann ich mich später nochmal mit ransetzen. Hertha BSC. Okay. Ich glaube, Hertha wird unser erstes Spiel, was ich so spielen werde. Und ich weiß nicht, ob ich direkt mit allen Neuzugängen direkt in der Startelf spielen will, gegen so einen starken Gegner. Deswegen würde ich erstmal sagen, wechsle ich die erstmal ein. Schaub bekommt halt dadurch noch seine Chance und ja. Karaman lasse ich drinne. Und ja. Und den Rechtsverteidiger, der hat sich bis jetzt eigentlich ganz gut eingespielt, macht seinen Job gut. Und ja. Erzielte im letzten Spiel 2 Tore. Oh, okay. Auf den müssen wir aufpassen. Wie ich da mit Jacke und kurze Hose langlaufe, ist das bodenlos. Okay. Liebe diese Musik. Ich muss auch gucken, wie ich die Schwierigkeit für mich selber einstelle. Aktuell habe ich es auf Weltklasse. Kann sein, dass ich aber auch noch hochgehen muss, weil, ja, weil es vielleicht einfach zu einfach ist. Wer weiß. Aber dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der ersten Situation wieder. Wird ja ganz schön heiß, auch direkt schon hier. Bis gleich. Saliakas mit der Flanke. Kunze aber noch am Ball. Und der verfehlt jetzt vielleicht der Konter für Hertha BSC. Marza. Und oh, gut gemacht von Marcel Halstenberg. Halstenberg immer noch am Ball. Rüber auf Leopold. Der gibt den rein auf Karaman. Oh, knapp daneben ist auch vorbei, Karaman. Rees. Oder wie der auch ausgesprochen wird. War das eine schlechte Grätsche. Und damit geht Hertha BSC in die Führung. Ich weiß echt nicht, wie man den ausspricht. Ich sehe den immer wieder, dass sehr viele den auch abfeiern. Ich würde den aber jetzt erstmal Reese oder so nennen. Oder Rice. Ich glaube, Rice hieß er. Boah, da bin ich mir sehr, sehr unsicher, wie er hieß. Rice würde ich aber, denken. Köhn. Kunze. Teuchert. Hat da freie Bahn. Kommt jetzt zum Schuss und macht den sogar rein. Ausgleich. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Teuchert. Schönes Ding. Super gemacht. Schaub.
Geht jetzt in den Raum, schaut mit der Flanke und holt damit die Ecke raus. Ich würde sagen, wir wechseln schon mal. Schaub einmal raus für Podolski. Die 11 runter für die 10. Schaub jetzt auch kein so überzeugendes, aber auch kein richtig schlechtes Spiel gemacht. Es war ganz mittelklassig. Geht besser. Jetzt aber der Neuzugang Lukas Podolski gibt sein Debüt. Teuchert. Oh, Winkler. Und damit, das war ein Foul von Marcel Halstenberg und der kriegt damit zum zweiten Mal jetzt die rote Karte mit Grätschen. Er hat es ja schon mal in dem Vorbereitungsturnier bekommen. Heißt jetzt aber für uns, wir müssen umstellen. Gibt jetzt auch die den Freistoß, aber ja. Schön animiert eigentlich, muss ich sagen. So. Ja, eigentlich kann das so bleiben. Dann. Hier so tauschen und dann. Ihn. Und so und dann so. Den. Und dann kann es direkt auch weitergehen. Armani für Kieran Karaman. Auch er darf sein Debüt geben. Und der ging total drüber. Eckball für Hertha BSC. Und nein, 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 Hertha mit dem Kopfballtor von Niederlechner war das, glaube ich. Ja, Niederlechner. Und Alter, das war auch sehr gefährliche Aktion. Schöner Pass und Foul von Hertha. Gibt die Karte. Kurz ausgeführt. Leopold auf Armani. Oh, wird leider nichts. Kunze. Leopold. Der geht ins Aus. Eigentlich wollte ich die Ecke nicht so ausführen. Keine Ahnung, warum die das jetzt so gemacht haben. FIFA, ich verstehe hier gar nichts. Köhn. Lukas Podolski. Auf Teuchert. Der schießt und der macht den nicht rein. Den muss er doch reinmachen. Da kann ich die Pfiffe verstehen. Den muss er reinmachen.
So, RWSC und Eckball. Das Ding hier noch auszugleichen für Hannover scheint so gut wie unmöglich. Abpfiff. Und damit verliert Hannover 96 zu Hause 1 zu 2 gegen Hertha BSC. Wir gehen ins Interview. Unser erstes Interview, was wir hier geben. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Was mir auch gerade auffällt, trage meine Brille nicht. Ist jetzt auch egal, weil in-game trage ich eine. Eigentlich trage ich sowieso auch in Real Life eine, aber gerade habe ich sie nicht auf. Was sagen Sie zum Debüt von Lukas Podolski? Wie haben Sie das enttäuschende Debüt gesehen? Also ich fand es nicht enttäuschend, er war halt nur ein bisschen wenig am Ball. Beim neuen Team wird man es nie am Anfang leicht haben. Es war kein enttäuschendes Debüt, es war aber auch kein glänzendes. Und das, wie können Sie das Gleiche von Karaman sagen? Ich fand, Karaman war sehr gut. Und er kann auch mehr, was wir ja bei Schalke 04 gesehen haben. Nur leider hat Schalke ihn ja nicht so ernst genommen und ja. Halzenberg hat leider eine Sperre heute erhalten. Wie beeinflusst sie das? Es wird nicht leicht, aber Fehler passieren halt. Was soll ich dazu noch sagen? War halt eine Situation, Vielen Dank für diese ansonsten wäre der Aussage. Ball reingegangen. Können Sie aufhören, mich zu unterbrechen? Danke. Aber an der Stelle. Was ist mit dem Video? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und ciao.